Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Ich habe irgendwie ein bisschen kränkliche Stimme, aber scheiß drauf. Ein anderer Kollege wollte das Intro machen vom Vlog, habe ich ihm versprochen. Der hat ja schon ein bisschen einen Tee. Deswegen einmal Film ab. Ich bin Levin K. Ich bin einer der größten Tuna-Fans, die es gibt auf der Welt. Und ich Lass mal wünsche euch Follow heute da. sehr viel Spaß bei diesem Vlog. Und lasst bitte ein Follow da tatsächlich, ja. Das war gut. Ich kann nicht mehr. So, vielen Dank für die Einleitung. Meine Haare sind vogelwild, denn ich bin gerade im Hotel in Erfurt. Und jetzt geht's kurz zum Frühstück. Wir sind einen David besuchen. Also ich und zwei Freunde sind einen David besuchen. Denn dieses Wochenende ist Carl Zeiss Jena gegen Rot-Weiß Erfurt. In Erfurt ist ein Topspiel. Oder unten ist Projekt Mbappé. Der nächste Mbappé wird gezüchtet. Dem wurden gerade vier Bälle hingelegt und der kickt die wie kein zweiter. Zweiter Durchgang. Die Bälle werden wieder sortiert. Und jetzt, Vater, mach's vor. So, alle in einer Reihe aufstellen. Standbein ein bisschen zu weit weg. Oh, der war gut. Und jetzt gib alles. Das ist doch halbherzig, Mann. Nichts für ungut, Leute. Das Standbein muss, wenn das der Ball ist, Standbein direkt neben dem Ball. Und dann kriegst du viel mehr Druck dahinter. Wenn ich hier stehe, dann sieht das schon aus, als hätte ich in meinem Leben noch nie einen Tag Sport gemacht. Wenn ich beim Schuss an einem Ball hier neben dem mache, zack, kriegt der Druck hinter. Dann wird da ein bisschen mehr Power reingesetzt. So, und ich gehe jetzt zum Frühstück. Der Daniel, der schläft auch im Hotel. Ich habe gar nicht zu Ende erzählt. Gleich wird Bundesliga geguckt, dann wird gezockt. Das ist Oktoberfest in Erfurt. Leck's mir doch im Arsch. Wir gehen jetzt runter zum Frühstück und dann wird sich ein bisschen was einverleibt. Ich höre da drin Leute, ich gehe mit der Treppe. Die kriege ich alle auf einmal. Willkommen im Vlog. Hallo. Wie ist das Frühstück? Kuchen ist weg. Ich habe gerade ein Stück Kuchen geholt. Ach du Scheiße. Buffet sieht eindrucksvoll aus. Es gibt sogar einen Obstsalat. Und mein Leibgericht, Margarine. Frühstück für Gewinner. Der hat schon reingehauen, aber der Apfel hat nicht schön geschmeckt, meint er. Ich bin noch zwischen den Zähnen. Und jetzt gleich geht's um David. Ich hoffe, der war duschen. Hier kam gerade die Feuerwehr, der Aufzug ist stecken geblieben. Hier hat man richtig Show beim Frühstück. Daniel saß mir gerade gegenüber und meinte, er hat sich letztens gefragt, wie der schnellste Hund der Welt aussieht, wenn er schnell läuft. Und es sieht überragend aus. Es gibt auch so Videos, da läuft er gegen Auto. Da machen die Leckers. Der Daniel traut sich nicht. Darf man sich da rantesten? Nö. Wir sind hier mit Daniel Krämer und Eis auf der Krämerbrücke beim Eiskrämer. Lecker, lecker. Sieht geil aus. Und jetzt lassen wir uns das schmecken, weil hier ist, gehen wir zum Fluss, ist schön hier. Und da ist die Krämerbrücke. Super. Wie schmeckt das Eis? Super. Bisschen mehr Überzeugung bitte. Das ist ein authentischer Vlog und mein Eis ist super toll, lecker. So, wir sind jetzt beim David angekommen. Hol die ab und geht's auf aufs Erfurter Oktoberfest. So, die anderen zwei wurden abgeholt. Die Luft ist zum Schneiden zwischen den beiden. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Der Marvin steht da übrigens mit seinem Auto im absoluten Halteverbot und dem geht ein bisschen der Stift. Ja, ist ja auch doof. Seht ihr, wie die Stimmung ist? Guckt ihr, Daniel ist die ganze Zeit am Lächeln. Ich auch. Und wie ist deine Laune? Super. Erfurter Oktoberfest. Das hier sieht gemeingefährlich aus. Willst du das machen? Nee. Da sehe ich uns, da sehe ich uns. Oh. Ah, wo schießt du denn hin? Daniel Düsentrieb. Tschüss, Round the World. Oh, jetzt hast du den Daniel Hopf genommen. Du hörst halt nicht auf mich. Daniel, die ist für dich, die schenkst du deiner Freundin, sagst mit der Fußballkarriere, das hat sich erledigt. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Hände hinter den Rücken, Hände hinter den Rücken. Hände hinter den Rücken, Daniel. Wir dürfen nicht dem Daniel nachgehen, das ist ja langweilig. Und jetzt eine schöne Wildwasserbahn. Kannst du mir eine 3,50 leihen? Herrlich, genau vier Plätze. Das war nie so abgefuckte Mitarbeiter gefällt. Oh, Junge. Ah, oh, werden die nass. Ah, oh, werden die nass. Ah, oh, werden die nass. Ist schön hier, oder? Ist schön. Ja. Oh, das Kind ist so am Heulen. Das Kind ist so am Heulen. Pitschnass ist die. Pitschnass ist die, ehrlich. Boah, da würde ich gerne mit nacktem Arsch da runterrutschen. Hier die Rutsche, ne? Nackter Arsch eigentlich, Schwimmbad. Ja, ja. Boah, das ist echt rasant. Das ist so rasant. Ich rutsche auf die Pitschnass.
Ich hab mich selbst herausgetan. Oh, oh nein! Da wir sind vorne! Ach. Das macht richtig Spaß hier. Oh, jetzt lächeln. Oh. Lächeln. Der David hat einen Tee. So, liebe Leute, wir haben den nächsten Tag. Ich habe gesagt. Also da vorne über dem Platz links. Okay. Ich mache hier gerade ein Video, ne? Ja, aber dann. What's up, Fies? Leute, wir haben Pizza bestellt. 2,5 Stunden hat der Bastard gebraucht. Dann haben wir da angerufen, haben gesagt, ja, wir warten auf Pizza. Haben die gesagt, ah, oh, sorry, ja, die liegt hier, wir wurden überrannt. Was soll das bedeuten, wir wurden überrannt? Naja, der Tag war sehr gebraucht, weil Bundesliga lief auch nicht so, wie ich das haben wollte. Meine Stimmung war im Keller. Ja, deswegen haben wir den Abend einfach geskippt und gehen jetzt ein Fußballspiel gucken, ne? Erfurt gegen Carl Zeiss Jena. Was ist dein Ergebnistipp? 3-1 Erfurt. Was ist dein Ergebnistipp? 4-1 Erfurt und 2 rote Karten. Ich sag, das wird ein ganz vorsichtiges Spiel abtasten. Das wird ein ganz, ganz ekliges 0-0. Nee, warte mal. Mein Wochenende war so scheiße, das wird jetzt ein 0-0. Wir sehen uns gleich im Stadion. Kontrolle überstanden, Jungs. Kontrolle überstanden. Schönstes Fußballwetter hier, oder Jungs? Schönstes Fußballwetter. Hammer. Was ein grüner Platz, der herrlich. Da hinten sitzen die Jena-Fans, die sind hier gar nicht gern gesehen. Wir werden ausgebucht, Jungs. Das ist so komisch, wenn Leute gegen ihren Privat hin und beleidigen Leute als nächster zeigen im Mittelfinger, die ja, zu Recht. Fußball spielen. Wenn die bei dem Verein spielen. Herr Bürz. Das sind doch welche von Jena, oder? Hier ist ja eine Kugel nach der anderen, eine Kugel nach der anderen. Ich komme nicht klar. Eigentlich gibt es immer ein Freistoßtor, wenn ich im Stadion bin. Schon sehe, wie der die Hose wieder hat, ne? Ich hätte 1-2 für die Gäste. Wie ist die Lage? Was ist dein Tipp? Ich glaube, wir drehen das Spiel noch. Guck mal an, wie wichtig der ist. Der hat ein Walkie-Talkie. Der hat ein Walkie-Talkie. Direkt auf Telefonieren, guck mal. Oh, direkt. Der ist so wichtig, ne? Oh, der David, der David. Unser Torschütze trägt die Nummer 3 und das ist Till Linus! Till Linus! Till Linus! 1-1, Erfurt, klar besser, hätten sich eigentlich belohnen müssen. Geile Chancen, geile Flanken. Zur Halbzeit kam so ein 6, der hatte die 16. Weiß nicht, warum der nicht von Anfang an gespielt hat, bin ich ehrlich. Ja, Jena hatte einen guten Spieler, das war die 11. Einen guten Angriff, mehr nicht. Sehe ich komplett anders. Oh, das ist sie. Guckt euch den Weg an. Eieiei. Ich wollte nur Bescheid sagen, das war der Vlog. Die beiden, die fahren jetzt wieder zurück nach Koblenz und Bonn. Und ich fahre nach Berlin. Ich steige gleich in den Zug. Was sollen die Leute mal machen, nachdem sie das Video geguckt haben? Liken, abonnieren, das Glocke. Was? Das Plus wegmachen. Ja, was noch alles? Sag's nochmal alles. Liken, Plus wegmachen und die Glocke an, damit ihr nichts mehr verpasst vom Tuna. Was die Jungs gesagt haben, möchte ich auch noch mal kurz zusammenfassen. Und zwar wäre es mir wichtig, wenn ihr liked, subscribed, mir folgt, ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert. Ja. Was atmest du so laut? Willst du noch irgendwas sagen? Hells Bells. Boah, hier komme ich hoch. Ich habe einen 1-Liter-Motor, ne? Das ist auch schwer. Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg. Tschö. Tschüssi. Mann, war das ein gutes Video.